Moin Leute, Pyrosadie hier mit einem Fortnite Rettet die Welt Video, in dem ich euch zeige, wie ihr ganz einfach den Auftrag tägliche Zerstörung bzw. Wippenzerstörung abschließt. Nicht vergessen Leute, wenn euch das Video gefällt, dann lasst gerne ein Like da und wenn ihr neu da seid, dann lasst gerne ein kostenloses Abo da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Wenn ihr Fragen habt, dann einfach in die Kommentare damit. So, dann lasst uns mal loslegen. Tägliche Zerstörung bzw. Wippenzerstörung gehört für mich ehrlicherweise immer noch zu den Aufträgen, die ich gerne austausche. Zumindest, wenn ich nicht gerade vorhabe, in einem Vorort Mission zu erledigen. Wenn ihr plant, in einem Vorort unterwegs zu sein, dann könnt ihr so in etwa mit 2 Durchläufen rechnen, um diesen Auftrag abzuschließen. Wenn ihr wisst, wo und wonach ihr suchen müsst, dann ist das auch ein ziemlich leichter Auftrag. Wer übrigens nicht nur Probleme hat, Wippen für die tägliche Zerstörung zu finden, sondern auch Hilfe bei der täglichen Stadtaufklärung braucht, sprich Hilfe dabei, Parkplätze, Feuerwehrwachen und so weiter zu finden, da gibt es ja auch einen entsprechenden Auftrag, der nicht ganz ohne ist, der kann jetzt einmal oben rechts auf das i oder auf den Link in der Beschreibung klicken, denn auch dazu habe ich schon ein Video aufgenommen. So, genug gequatscht, wir starten mit dem Auftrag. Als erstes starten wir die Auftragsverfolgung. So, tägliche Aufträge, da ist er auch schon. Hier steht auch nochmal, oft in Vorstadtzonen zu finden. Auftrag verfolgen. Ich würde sagen, wir gehen nach Plänkerten. Mit Vorstadtzone ist ein Vorort gemeint. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. So, hier haben wir einen. Und auswählen. Welchen Helden ihr nehmt, ist egal. Ich nehme jetzt Ninja, weil er ziemlich mobil ist. So, da sind wir auch schon. Wir suchen ja jetzt die Wippen. Dafür könnt ihr hier im Kernbereich bleiben, also im inneren Bereich, müsst nicht in den äußeren Ring. Denn Wippen sind meistens auf Spielplätzen zu finden. Zumindest hier in Vororten. Wenn ihr das Ganze in anderen Missionen macht, dann dauert es länger. Dann kann es aber auch durchaus mal sein, dass so eine Wippe kaputt irgendwie in der Gegend rumliegt. Genau, aber hier in Vororten, da sind das meistens Spielplätze. Wenn ihr wisst, wie sowas aussieht, deswegen machen wir das ganze Jahr, habt ihr auf jeden Fall einen riesen Vorteil, denn auch hier ist es so, dass die relativ spät, da sind ja welche. So, so sehen die Wippen aus. Ihr habt aber ja auch gesehen, dass die erst relativ spät hervorgehoben bzw. auf der Karte angezeigt wurden. Wenn man also nicht weiß, wie die Wippen aussehen, beziehungsweise wo die zu finden sind, dann läuft man da schnell einfach auch mal dran vorbei. Ihr wisst jetzt aber ja Bescheid, von daher easy Auftrag. So Leute, das war's von mir. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch in Zukunft weitere Videos von mir zu Fortnite sehen wollt, dann lasst wie gesagt gerne ein Like und ein Abo da. Wenn ihr ein Abo da lasst, dann vergesst nicht die Glocke zu aktivieren. Ihr kennt das Spielchen. Wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr natürlich auch gerne meinem Discord joinen und meinen anderen Kanälen folgen. Auf Twitter oder Facebook zum Beispiel poste ich aktuell täglich News zu Fortnite. Auch diese Links findet ihr in der Beschreibung. Vielen Dank für euren Support.